Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hand Showdown mit dem kopflosen Chris. Grüß dich. Einen wunderschönen, ey. Naja, eigentlich ist es ja der Totenschädel-Chris, ne? Der Schnitter-Chris. Kann man ja fast sagen. Ich habe noch mal eine Frage, vielleicht interessiert es ja die Zuschauer auch. Wenn ich mir einen Jäger besorge, ja, einen legendären über den Shop, hier, so, hier. Und muss ja dann dafür die Blutmarken ausgeben. Ist richtig, ne? Ja. So, hier ist übrigens Wallace Klim, der ist auch mit dabei. Mhm. Ein Vorfahre von Wallace Klim. Und muss dann die Blutmarken ausgeben. Und der stirbt im Spiel. Ist der dann weg oder ist der immer wieder da? Oder kann ich mir den immer wieder kaufen, sozusagen dann normal über hier die Lobby? Über den kannst du dann, wenn du den einmal gekauft hast, dann kannst du den ganz normal über die Handdollar auch wieder zurück in dein Dings sozusagen. Okay, berufen. Also ich muss diese Blutmarken nur einmal ausgeben. Genau. Weil ich habe hier nämlich das Phantom, das ist zum Beispiel so ein legendärer. Ja, genau. Ja. Und der würde, wenn der stirbt, könnte ich mir den praktisch unter Jäger rekrutieren, wäre denn dann der mit dabei bei legendärer Jäger wahrscheinlich dann, ne? Ja, richtig. Ja, richtig. Ach hier, ich sehe gerade, ich habe sogar ein paar mehrere noch, die ich noch zurückholen kann. Siehst du? Zum Beispiel der Knochenjäger, den finde ich nämlich ziemlich geil. Ja, mach mal. Ja, soll ich den mal nehmen? Ja, klar. Ah, dann baue ich natürlich einen neuen auf, aber ich glaube, ich habe Bock. Ich finde den Knochenjäger mal nicht ganz geil. So, ausrüsten. So, dann nehmen wir auf jeden Fall, was nehmen wir denn am besten? So, ich finde den Soundtrack übrigens von Hand ziemlich nice. Ja, der ist genial. Die haben sie jetzt mit so ein bisschen Musik richtig reingemacht, war vorher nicht so. Ja. Da gab es immer dieses Ho, 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 ho. Aber auch das war ziemlich geil, fand ich. Genau, ja, ja. So, Nagant, ne, das war ja auf jeden Fall die Knarre. Du hast die Nagant. Achso, Nagant. Damit ich die mit dem Schalldämpfer letztendlich aus... dann mir dann letztendlich Kills haben, ja. Glaube ich, ein paar Kills haben, genau. Die nehmen wir mal hier, die Nagant. Und dann könnte ich theoretisch... Ja, was haben wir denn letztes Mal? Was habe ich denn letztes Mal als Waffe genommen? Das war doch auch noch nicht schlecht hier mit so einem... Ja, na, ich hatte gesagt, hol doch mal eine Vetterli. Vetterli. Eine Vetterli. Ah ja, Vetterli, hier, genau. Da gibt's eine mit einem Messer. Ja. Bringt die was oder ist die geil oder? Naja, nimm lieber eine mit einem Scope halt, ne? Ich nehme Adlerauge her. Genau, du hast recht, die hat keinen Scope. Genau. Ja, genau. Dann rüste ich die aus. Die brauchte ich jetzt zum Beispiel auch und da brauchte ich jetzt nichts für ausgeben, weil die hatte ich nämlich schon. Mhm. Glaube ich zumindest. So, dann Werkzeuge. Da nehme ich mir auf jeden Fall ein Messer mit, ne? Ja. Dann nehme ich mal ein normales Messer. Ja, nicht dieses riesengroße Messer. Genau. Dann nehme ich einfach mal das hier. Verbandstasche ist wichtig, ne? Genau, was heißt eigentlich nochmal, wenn da so zwei rote Totenköpfe dran sind? Das haben manche Waffen. Sind die dann so ein Tick besser, oder? Nee, dass du die mit Hand... Achso, warte mal, zwei rote Totenköpfe. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Du, ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Hm. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß, welches Messer du meinst. Diese drei Wurfmesser, ne? Unten. Nee, es gibt ab und zu auch die, meine Nagant hat zum Beispiel auch diese zwei Totenköpfe. Vielleicht ist das aber auch was ich mal aus dem Spiel rausgelootet habe, dass das vielleicht ein Zeichen dafür ist, was ich gelootet habe von Spielern. Aber kann ich gar nicht so sagen. Ne? Das ist wieder eine Frage an euch, Freunde. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare rein. So, Werkzeuge habe ich jetzt, ein Messer und eine Verbandstasche. Was war noch dabei? Die Erstickungsbomben würde ich halt empfehlen. Stimmt, da war noch was. Erstickungsbomben, genau. Ja. War nicht noch was mit Brandbeschleuniger irgendwas? Ja, das kommt dann unten bei Verbrauchsgütern. Ah, okay. Erstickungsbomben. Und das war es, glaube ich, bei Werkzeugen, oder? Genau. Also ich habe drei Möglichkeiten zu wählen. Eine vierte müsste ich mir, glaube ich, erkaufen, oder? Okay, die habe ich hier schon. Aber ja, vielleicht hat er das einfach. So, dann haben wir hier eine Brandbombe, ne? Die nehmen wir mit. Genau. Oder viermal Brandbomben, besser gesagt? Ich habe zweimal Brandbomben und zweimal die Gesundheitsspritze. Ach so, das ist... Ach du, es ist pro Brandbombe ein Slot, ja? Mhm. Okay, was ist denn mit Ausdauerspritze? Ja gut, dann kannst du schneller laufen oder länger laufen, glaube ich, ne? Ja, genau. So, flüssige Brandbombe gibt es auch noch. Gesundheitsspritze. Ja, nehmen wir auch eine mit. So, was sagst du noch?
Das war's eigentlich. Höllenbrandbombe. Also ich habe jetzt einmal Brandbombe und einmal Gesundheitsspritze. Oder soll ich lieber zweimal Gesundheitsspritze mitnehmen? Zweimal Gesundheitsspritze und zweimal Brandbomben. Und zweimal Brandbomben, okay. Hier gibt es noch eine Medizintasche. Ja, die gibt es auch. Ja, aber du hast ja den Verbandstasche. Was ist denn mit Regenerationsspritze? Ist das nicht vielleicht noch ganz geil? Ja, das ist doch diese Gesundheitsspritze, ist doch so weit ähnlich wie Regenerationsspritze. Nee, ich glaube, bei der Gesundheitsspritze, da heilst du dich praktisch bis zum letzten Balken auf. Ja, und nee, bei der Regenerationsspritze. Bis zu 75, ne? Achso, und die Regenerationsspritze, die heilt dich, glaube ich, permanent hoch. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Regenerationsspritze, was steht denn dazu? Achso, na, ein Serum, das sich über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich Gesundheit wiederherstellt. Genau. Ja. Gute Frage, ne? Ja, ganz ehrlich, habe ich noch nicht benutzt. Ne? Ich probiere das, glaube ich, mal. Ah, ich nehme mal die Schwache. Nehme ich die Schwache? Ja, komm. Voll rein nehmen wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt bin ich voll, weil ich einmal, zweimal gesund bin, eine Brandbombe habe ich. So, dann wäre ich eigentlich theoretisch bereit, oder? Mhm. Hast du dann unten schon diese Eigenschaften dir ausgesucht? Siehst du, habe ich nämlich auch noch nicht. Und die sind nämlich mega wichtig. Ich habe eine, die ist, glaube ich, ziemlich geil. So, warte mal, wo kann ich mir den jetzt hier holen, die Perks? Vorne, ne? Ich muss zum Jäger in die Lobby, ne? Und da muss ich modifizieren wahrscheinlich, ne? Genau. Warum habe ich jetzt den? Den wollte ich doch gar nicht. Hä? Ach, konnte ich den gar nicht nehmen gerade hier? Ach so, weil ich keinen Slot frei habe, konnte ich den wahrscheinlich nicht kaufen, ne? Ja gut, dann habe ich das Phantom ausgebildet. Ist nicht schlimm. Okay, ja. Ist nicht schlimm. So, der hat schon ein paar Sachen. Fängerige Feuerschaden. Beschleunigung, aber das hat der schon. Aber hier Punkte hast du denn? Jetzt steht auf der linken Seite Eigenschaften anzeigen. Und dann steht dann so ein Pfeil nach oben und dann so eine Zahl. Gucken, wie viel hast du denn davon? Rein? Ah nee, da kann ich welche machen. 11. Hier habe ich 11 frei. 11. Beim Phantom habe ich aber 0. Genau. So, das heißt, da kann ich nicht. Aber beim Phantom kann ich es dir mal zeigen, was ganz geil ist. Und zwar, was man auf jeden Fall aktivieren sollte, ist das hier. Hebelwirkung. Erhöht Schussrate aus der Hüfte beim Einsatz von Hebelwaffen. Das heißt nämlich, wenn du schießt, dann ist das so wie so ein Cowboy, der mit der anderen Hand immer den Hebel zurückmacht. So bam, 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 bam. Ja, weißt genau, du? Genau. So, und das ist ziemlich cool. Genau. Du kannst doch, wenn du unter Jäger oben bist, dann hast du doch unten noch so eine Übersicht, Ausrüstung. Wenn du auf Eigenschaften gehst, da sind doch nochmal die ganzen Perks. Genau, da bin ich jetzt auch gerade. Ich überlege gerade, ich glaube, ich behalte doch erstmal den ich letztes Mal gespielt habe. Ich habe zwar jetzt das Phantom ausgerüstet, aber ich glaube, irgendwie gefühlsmäßig bin ich jetzt hier. Und ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall hier mal ziehen. Hä, hat er das jetzt gemacht? Hebelwirkung, ja, das ist ja doch ein bisschen verwirrend, dass das jetzt ein anderes Bild ist, aber gut. Mhm. Ne? So, hier oben zeigt es an. Ja, und das ist ganz cool, dass wenn ihr einmal diese Perks freigespielt habt, ja, dann behaltet ihr die auch. Also auch wenn euer Jäger stirbt, sind die nicht weg. Ihr müsst sie halt dann immer hier diesen Baum, den muss man halt dann immer wieder neu ausrüsten. Ne? So, genau. Ich würde sagen, ich bin bereit. Hast du unten auf Spiele gegen Zweiergruppen hast du eingestellt? Ja. Gut, dann Fetzo. Abendwutten. So, und ich würde sagen, du übernimmst wieder das Kommando. Mhm. Oh, du hast die Weitsichtige genommen diesmal. Ja. Die finde ich, die hat schon was. Ja, er leuchtet halt so ein bisschen wie so ein bunter Hund irgendwie, ne, finde ich. Na, ich nehme ganz gerne Leute, die halt wirklich so dunkel angezogen sind. Ja, ist auch gut. Ja, ich muss beim nächsten Mal bereite ich mir, glaube ich, wirklich mal diesen anderen Typ wieder vor, diesen Knochenjäger oder wie er hieß. Das war, glaube ich, so mein erster, der gestorben ist, wo ich damals das erste Mal keinen Bock mehr hatte. Ja. Weil ich dachte, er ist weg. Ne? Weil ich dachte, er ist für immer weg. Und da dachte ich mir, nee, kein Bock. So, wie gesagt, du übernimmst wieder die Spur und ich bin dein untergebener Knecht. Sie ist ja auch, passt ja auch bildlich ganz gut. Mhm. Dem nimmt man halt ja keiner ab, der das Sagen hat. Da gab es mal eine geile Flens-Werbung, wo so ein Typ aufs Schiff läuft und fragt hier, wer von euch beiden ist eigentlich der Captain? Kennst du die? Nee.
Die ist so super, echt. Da ist, um das mal ganz kurz auszuführen, da ist so ein Captain an Bord, ja, und der sieht so richtig groß mit Bart, Statur, Captainmütze so und so ein Smoothie. Und der ist so ganz klein und so ein bisschen so Halbglatze und hat so eine Wollmütze auf. Also man sieht die Halbglatze nicht, aber so stell ich es mir vor, hat so ein Beanie hat der auf, ne? Und dann sagt er dann halt zum Captain so: Du sag mal, warum bist du eigentlich der Captain? Und in dem Moment kommt halt der Flensburger Lieferant aufs Boot, ja. Und der Captain sagt so zu dem Smoothie so: Alles klar, dann pass mal auf. Und dann kommt dieser Typ und du siehst so, wie er so hin und her guckt. Und dann siehst du die beiden, wie sie die Mützen getauscht haben und sehen total bescheuert aus. Der große Captain mit dieser viel zu engen Beanie und der andere, dieser Smoothie mit diesem viel zu großen Captain-Hut. Und der Typ, der da kommt oder kam, sagt dann so: Kann mir einer von euch Spaßvögel mal sagen, wo ich hier den Captain finde? Ich finde die so gut. Ne, und so dementsprechend ist das hier auch. Ne? Du siehst natürlich viel geiler aus als ich. Wo bist du überhaupt? Da bist du. So, genau. Ich habe leider noch keinen Schalldämpfer, aber wir werden natürlich das Ding versuchen freizuschalten. Kannst ja mal gucken, auf welchen wir als erstes gehen. Wie waren das nochmal? Mit E, ne? Gedrückt halten, genau. Ja. Ja, ich würde sagen, wollen wir den direkt vor uns nehmen, links, ja, oder den genau, rechten? Genau. Nee, wir nehmen den linken. Ne? Wie kommen wir nochmal auf die Map mit M? 20, nee. Oder so was. Mit I, ne? Mit, mit Tab. Tab. Ah ja, okay. Ich höre vor uns schon Schüsse. Aber links, ne? Mhm. Meinst du, das ist da so hinten auf, schon? Auf 3,45. Ah, okay, dann geh mal vor. Wollen wir die erstmal ausschalten, meinst du, oder? Nee. Vorsicht, da ist... Oh, wie ziehe ich nochmal ein Messer? War das 4, ne? 4. Nee, 3 da. 3 war es diesmal. Oh, warte mal. Sehr weil gut. Diese Dinger greifen dich nämlich an, diese komischen, was sind das da? Ja, diese Bienen fliegen, Pestfliegen, keine Ahnung. Hier willst du rein, ja? Ist das hier? Das Ding? Ja. Hol mal bitte rechts. Rechts hast du diesen Rift. Kannst du den schon mal holen? Den Rift rechts? Genau, da unten. Ja, hol ich. Ach, der ist im Haus, ist der. Ist das so? Ja, er ist irgendwo hier. Irgendwo da. Hä, kommt man denn da rein? Ich glaube, ich muss hier rein, hier rum. Ach, der ist unten wahrscheinlich, im Keller. Kann das sein, dass hier auch schon das Endmonster ist? Ach nee, hier zufällig? Vorne. Komm mal zu mir. Hast du es schon? Ja, das ist woanders. Ich warte. Oh Gott. Zu mir kommt. Ah. Komm mal. Ja. Hier. Ich guck mal. Das ist da in dem. Siehst du das in dem Gebäude da? Ach, da. Vorne. Ah, ja, stimmt. Du hast recht. Schnurz und knarzt. Über uns. Okay. Über uns? Okay. Wir machen mal hier zu. Ja, ich hab's. Die Macht. Ja, sehr schön. Jetzt können wir mal gucken. Wo hat sich das hin? Okay, wir müssen also nach Norden. Ja, also nach Norden. So, dann gucken wir mal.
Also ist es quasi so Nordosten. Nordosten. Ich höre Schiffe. Schüsse von Nordosten. War auch relativ nah. Nee, warte mal lang. Also aus 90, ne? Kommen die Schüsse so ungefähr so aus dieser Richtung. Was nicht vorhin war, so Nordosten irgendwie ein bisschen mehr. Aber. Warte mal. Ach nee, hier sind Enten. Okay, verstehe. Enten. So, Wasser frei oder irgendwo gekräuselt? Ja, nee. Okay, komm mal durch. Feld hier. Hm. Feld ist nicht immer gut. Okay, in diesem Gebäude hier, in diesem Komplex, sind halt die, ist halt der nächste Rift. Ja. Warte mal, nicht erschrecken. Ich werde jetzt mal auf das Pferd schießen. Okay. Meinst du, weil das aufwachen könnte, oder? Hm. Tatsache. Du alter Killer. Ein Pferd, also schämt sich gar nicht. Nee. Aber da war eh Hopfen und Malz verloren, wa? Naja, richtig. Da fällt mir nämlich ein, Konfuzius sagte nämlich schon, weißt du, hat die Blume einen Knick, weil der Schmetterling zu dick, weißt du, so. Ja, sieht ziemlich aus. Da ist der nächste Rift, da kannst du mal. Kannst du rangehen. Klonki, klonki. Jo. Gucken wir mal, okay, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir. Richtung Norden. Weiter, ne? Norden, ne? Norden, ja. Nordwesten sogar. Ja, können wir auch machen. Der Battery Moor meinst du, ne? Ja, genau, genau. Ah, warte mal. Was ist da los? Mhm. Ich habe die olle Tante habe ich. So, muss mich mal kurz. Ich hab so ein. So, jetzt sind wir wieder da. Okay, los geht's. Oh, noch einer von denen. Und möglichst nie stehen bleiben, immer in Bewegung. Genau. Und beim Mausrad geht das auch natürlich gut. Geh mal kurz hier ran, ich will mal wissen, was das ist. Oh, geh mal da ran. Wir haben den Schlachtaltar geplündert. Ah, mir kann nur einer machen. Ach so, ernsthaft? Okay. Ja. Aber ich habe auch Punkte bekommen. Ah, oh, wunderbar. Aber das ist cool zu wissen, ne? Dann kann man so noch ein paar Punkte mitnehmen. Die gibt's öfter übrigens, die Dinger. Ja, sagt er, als wenn er es wüsste. Nee, ich wusste nicht, aber wir haben es jetzt schon mehrmals gesehen, meine ich. Ja, genau. The Battery Mall. So spannend, ja, die ganze Zeit. Ja, auf alle Fälle. Ich weiß, wo Spieler sich auf einmal aufhalten, ne? Wer sieht einen zuerst?
Ja, genau. Genau, der sieht eins zuerst. Hier Schüsse. Relativ nah, aber auch nicht zu nah. Ich, da unten, da hinten sind gerade Dings hochgegangen. Sag wo, Nee. Rechts. Sag die Nord, oben. Nord 15. Da sind gerade Krähen hochgegangen. Sag mal, lass uns mal angewöhnen, zuerst die Richtung zu sagen und dann, was es war. Okay. Alles klar. Weil dann kann man schneller schalten. Nord 15 sind gerade Dings hochgegangen. Ach du Scheiße. Kommst du klar, oder? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Sag was. Red mit mir. Ja, alles gut. Ich muss die Verbrennung stoppen. Du kannst mir sagen, was ich machen soll. Ich kann den auch ausschalten, ne? Nee, das kannst du nicht. Den musst du nämlich, den musst du leise töten. Das ist das Problem. Weißt du, was ich meine? Ja. Da kommt ein Spieler. Ja. Auf 200, 345. Ich seh. Soll ich ausschalten? Wenn du die Möglichkeit daneben hast, ja. Ich bin halt im Aim halt echt schlecht. Jetzt ist er wieder auf 345 hinter dem Ding. Irgendwo verschwunden. Ist aber nur einer. Oh, Alter. Der hat mich gut gehittet. Hast du ihn, oder? Nein, noch nicht. Aber siehst du ihn? Ja, ich muss nachladen. Hast du ihn? Siehst du ihn? Nee. Ich muss mir erstmal noch eine Spritze reindrücken. Musst ihn ablenken, kannst du ihn ablenken? Weißt du noch, wo er ist? Weißt du, wo er ist? Er ist sogar noch, immer noch da. Immer noch auf 345. Da ich. Ich bin. Oh, oh, oh. Genau, setz ihn mal unter Druck. Ja. Ah, Alter, der aimt gut. Da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung leider. Oh. Du hast ihn immer nicht, ne? Ich hab ihn erwischt. Hast du? Aber ist er tot? Aber er ist nicht tot. Hin oder warte, mach mal Positionswechsel. Genau, mach mal Positionswechsel, dann kann er sich nicht weiter noch nicht fokussieren. Sag mir mal, wenn er kommt. Ist er wieder da? Nee. Ich muss auch mal Positionswechsel machen. Ja, aber behalt ihn im Blick, ne, dass wir den nicht verlieren. Ja. Soll ich keinen Krach machen hier? Bist du sicher, dass er nicht down ist? Ah, das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Kann natürlich jetzt sich zurückgezogen haben, die Sau. Weil so lange braucht man ja nicht zum Heilen, oder? Nee. Wo bist du denn jetzt? Da, okay. Bin immer noch da. Ich würde jetzt einfach mal so frech sein. Warte mal, ich gebe mir mal eine Gesundheitsspritze. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich muss mal reloaden hier, glaube ich. Wollen wir mal hinrushen, oder? Genau, bleib mal da, wo du bist. Ja, mach ich. Ich versuche mal hinzugehen.
Ich will nicht, dass er uns jetzt hier einkringelt, ne? Ja, ich will das auch nicht. Aber... ich will das auch nicht. Kann natürlich sein, dass er jetzt wartet. Da liegt keiner? Da ist keiner? Warte mal, du kannst herkommen. Hier ist ein Toter. Ah, okay, glaub, dann haben wir ihn, ja? Dann haben wir den doch, den Toten. Oh, sehr gut. Hast du gut getroffen. Oh, 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 ich werd gehittet, ich werd gehittet, ja, ja. Ich werd gehittet. Von wo? Weiß ich nicht. Oh, von hinten, von hinter mir. Fuck! Hinter dir? Ja, also praktisch aus der Schutzrichtung von uns vorher. In welche, die Richtung, wie wir geschossen haben. Sehe ich ihn? Ja. Oh. Wie lässt ihn? Oh ja, definitiv. Oh, oh, zwei Leute. In Deckung. Oh, sind zwei. Oh, ich krass, bin alle krass. Okay, dann war das ein anderes Team wahrscheinlich. Es waren auch wieder zwei Leute, ne? Ja, genau. Dann war das ein anderes Team wahrscheinlich, was in der Zeit kam. Ja, ja. Wir haben uns zu lange aufgehalten. Wir hätten den. Ja. Ne? Na, wussten wir ja nicht. Du warst dir ja nicht sicher, ob du einen Down hast. Genau. Ja. Oh, Alter. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Ich find's echt cool. So, jetzt kann man natürlich Tötungsansicht kann man machen. Das ist natürlich auch geil, finde ich. Ja. Jetzt könnte man natürlich noch Bienen anschauen. Ja, das sind hier die zwei, ne? Genau. Wo, genau, drücke Q. Achso, da sieht man, wo man liegt, ne? Ja, genau. Aber wie kann man sehen, wie einer einen gekillt hat, kann man nicht, ne? Wo der herkam. Nein. Das kann man nicht. Zusehen kann man auch noch. Ah ja, jetzt guckt man denen zu, wahrscheinlich, die da. Genau. Voll in Action sind. Ach, schade. Weil den haben wir nämlich tatsächlich getötet, den einen, ne? Ja, genau. Den hätten wir schneller sein müssen. Genau. Aber gut, hätte Fahrradkette, wa? Ja, ganz genau. So, jetzt gehen wir zurück ins Menü, ne? Genau. So, und dann haben wir ja trotzdem. Ah, genau, der Hunter ist jetzt weg. Genau, so. Der Hunter ist jetzt weg. Der ist jetzt getötet worden. Der ist jetzt Fujikato. Und jetzt kann ich mir nämlich meinen Knochenjäger holen, Freunde. Und ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Ich weiß, es ist noch nicht lange, aber die Folgen sollen natürlich kurz und knackig sein. Ne? Und ich würde sagen, es hat Spaß gemacht. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Nächste Episode wird dann nicht so viel gequatscht im Vorfeld. Da gehen wir dann gleich rein. Und ich bereite mir den Knochenjäger jetzt so weit vor. Werden wir auch hier die Punkte noch reinziehen. Die kriegen wir natürlich. Und hier unten im Level steigen wir natürlich auch auf. Ja, und ich würde sagen, mit dem Knochenjäger geht's dann in der nächsten Episode weiter. Danke, Chris, und bis dahin. Tschüss. So, was haben wir denn jetzt hier? Das Teamdetail.